Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu PeteCast Folge 19 mit dem Brammen und dem Christian. Habt ihr schon mal schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht und wenn ja, wie? Frag mal Daniel Hartwigs. Aber weißt du, woher das kommt, weil sie das hier aufs Maul gekriegt haben? Der macht die falsche Ausbildung. Doch obwohl ich keine Person... Willst du mich unterbrechen von mir, Peter? Doch obwohl ich keine Kannst Person... Kannst du mal weiter vorlesen, gar kein Problem. Motherfucker. Was ist Alter, die Reflexion? Satzpalindrome sind ja voll geil. Alle Bananen, Annabella. Nein, tatsächlich. Nice. Adieu, erfreue die Liebe, Ida. Die Liebe ein Esel lest nie. Die lese eine nie. Güldne, okay. Gute Tugend lüge nie. Alter. Ein Esel lese nie. Geist ziert Leben. Jawohl! Jawohl! Ein Neger mit Gazelle. Zelle zagt im Regen nie. Oh mein Gott, das ist der Knaller. Hermine, sie mag Ameisen im Reh. Was? Finde ich gut, dass da. Lag er am Tore der Ottmar? Egal. Alter, der G-Satz ist ja der Shit. Knabe nie neben eine Bank. Was? Nein, Motte kann töte Tom. Knien. Oh, shit. Oh, das macht Spaß. Tunk nie Anna ein, Knut. Was? Ramona lag matt am Galan Omar. Alter, das Italer ist ja voll Nebel cool. Mit Sinn ist im Leben relativ. Guck mal hier, das ist sogar, der gibt sogar Sinn. Pur ist Saft fast Sirup. Also, unsere Sarah Connor aus Deutschland, by the way, hat eine Tochter, die ist jünger als ihr, so, als ihr eigenes Kind. Quatsch, hat eine Schwester. Die ist jünger als ihr eigenes Kind. Sorry. Und jetzt ist ein bisschen falsch rausgekommen, aber das andere ist auch sehr komisch. Ja, ich kenne auch jemanden, der hat eine Mutter, die fast älter ist. Ich und ein Freund von mir haben dasselbe Fahrrad für 600 Euro beim selben Fahrradladen gekauft. Moment, oh, ihr habt das gleiche Moment, die haben Fahrrad genau dasselbe gekauft. Fahrrad gekauft, abgefahren. Das hat der Händler aber einen guten Preis gemacht, ey. einen guten Gewinn, nicht einen guten Preis. Zwei Leute, die für dasselbe Fahrrad zweimal 600 Euro bezahlen, alter Vater. Für den Tag seines Lebens. Bester Fahrradfahrer. Wir sind voll die Grammar-Nazis. Ja, wir sind eigentlich voll die Idioten, das stimmt. Ist das jetzt eigentlich eine Matheaufgabe? Das fing irgendwie so an wie so eine Matheaufgabe. Stimmt, die Textaufgabe. Mein Freund und ich haben uns ein Fahrrad für je 600 Euro gekauft. Beide Fahrräder waren eigentlich nur 300 wert. Wie viel Verlust haben wir gemacht? Danke im Voraus. 10. Also pass auf, die haben halt das gleiche Fahrrad für 600 Euro beim selben Fahrradladen gekauft, ja? Okay. Sein Freund hat es ungefähr ein halbes Jahr vor mir gekauft. Okay, Moment. Mein Freund hat es ungefähr ein halbes Jahr vor mir gekauft. Wir haben beide ein Angebot bekommen, eine ohne Sorgenversicherung bei einem Monatsbeitrag für die ersten 12 Monate 15 Euro und die folgenden Monate 10 Euro abzuschließen. Es ist wirklich eine Textaufgabe, Mann. Ich hab jetzt schon irgendwie halb abgeschaltet, ey. Das ist mir zu kompliziert, was der da schreibt. Er hatte bis jetzt nur ein Problem mit seinem Fahrrad, welches er aber selbst gelöst hat. So, jetzt kommt er aber zu seiner eigentlichen Frage abseits der Versicherungsgeschichte. Der ist auch so geil. Oh, yeah. Wie steht ihr zu der Erwartungshaltung, dass Männer handwerklich geschickt sein sollen? Ey, genau so funktionieren Textaufgaben, ey. Ich hab 3 Äpfel, ich esse 4. Wie viel ist 8 durch Pi? Was ist das denn? Also, das haben wir doch so. Also, ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich bin technisch relativ ungeschickt. Also, handwerklich, sagen wir mal so. Ich kann auch nichts. Ich fall da raus. PC ich fall da halt so. Auch komplett raus. So wirklich Fahrrad und Auto und so, da bin ich richtig auf, ja. Mein Auto geht noch, aber, ja. Ich hatte damals tatsächlich einen krassen Fahrradverbrauch, weil ich halt richtig viel in meinem Fahrrad fahren musste zur Schule. Fahrradverbrauch? Ja. So ein Verschleiß oder was? Ja, die sind halt selten, weißt du, Fahrräder, die beim Rückwärtsfahren piepen. Peters Fahrräder waren auch mal motorisiert und hatten 4 Reifen. Nein! Der letzte Fahrradrollator! ja,
Und ab und zu auch irgendein Gedöns, wo ich mal rumheul, weil mein Löwenkind-Pulli nicht da ist oder ähnliches. Spatzenfüttern habe ich auch mal gemacht, sowas halt. Ja, und du lässt Spatzenfüttern gemacht. Ja. Und du lässt Rentner Sachen vorlesen. Ja, ich lasse witzig. Genau, ich lasse Rentner auch Sachen vorlesen, dass sie irgendwie voll, als habe man den Eindruck dann, dass sie halt mega gut in irgendeinem Spiel sind. Und, also ja, den Eindruck kriege ich jedes aber, Mal, wenn ich nee, ihr lacht, ne? Fall aber da sind Kommentare Eindruck. Drunter von wegen, Alter, man sieht voll, wie die ablesen, was das für ein scheiß Fake hier. als ob die, weißt du, die gehen davon aus, wenn die auf so ein Video gehen, dass halt da wirklich Rentner dieses Spiel spielen, ey. Es gibt man sieht voll, wie die ablesen. Das war, also, bei 1,29, sorry Max, ne, aber bei 1,29 sieht man den Zettel kurz im Bild. Also das finde ich schlecht. Also ich finde, bei Teil 4 musst du das auch mal ändern, ja? Nee, so, sorry Max, also jetzt mal ganz ehrlich. Hashtag Deamo, Junge. Wenn du versuchst, die Zuschauer zu verarschen, das ist schon ziemlich hart. Es gibt doch so einen Battlefield-Opa-YouTuber, der irgendwie 70 ist, der hat relativ viele Abos. Es sei denn, ihr habt schon durch... Ja. Warte. Wir gehen ernsthaft. Machen wir heute so Kanalanalyse? Leute, ganz ruhig, ja. Wir springen tatsächlich in der League of Legends Nummerierung von 302 oder? Auf 403. Das ist kein Spaß. Da nein! Bram mir das irgendwann gesagt. Hat. Schwarzes Loch! Bram hat mir das gesagt irgendwann so, ja, wir sind die ganze Zeit für 400. Es stimmt, die Diskussion kam mal hoch. Ja, aber ihr habt es nie geändert, geil, ey. Und dann kommt 403, 404 und dann kommt wieder 305. Was? Und dann kommt wieder 406. Was zum Teufel? Alter, aber über Thumbnails Flame, ey, geil. Das Geilste ist, wenn du aber noch weiter runter scrollst, auf der Seite 2, auf der du bist, dann hast du Folge 390 Ultra Rapid Fire von 2014. Weil einen die Thematik eventuell interessiert. Ja, warum studiert man freiwillig seinen Arsch, seine Hand in den Kuharsch? Ich studiere doch seine Hand in den Kuharsch zu stecken. Jay, warum studierst du deinen Arsch? Ja, freiwillig. Ja, die Thematik interessiert mich. Und die Konsistenz. Ja. Hat man doch in dem Hall gesehen, mit dem wackel ich so gern. Boah, Alter, das Hall war echt der Shit. Boah, das wäre geil, wenn das jetzt in dem Bildartikel gewesen wäre. Ja, Pizfeed macht ja auch übelst Halls und so und Produktplatzierung. Ja, wir machen mal so ein kleines Magic-Turnier, machen wir mal. Ich habe auch noch ganz viele. Wird bestimmt passieren. Ja. Ja. Stimmt. So über Skype? Kann man doch über Skype spielen. Ja, wow, dann kannst du auch das Spiel spielen. Wow, willst du mich verarschen, Sepp? Aber dann hast du noch deine Decks. Voll geil. Vor allen Dingen über fucking Skype mit der fucking... Boah, Alter, wie armselig bist du? Das finde ich voll armselig, wenn ich hier so mein Deck auf meinem Tisch. Das ist echt das Letzte. Ich finde das allerletzte. Ich stell mir das halt gerade vor, wie du halt auf dein Deck auf dem Tisch aufbaust und dann sagst, ja, ich töpp jetzt mein Wald und dann spiele ich jetzt meine Lanova-Elfe raus. Ja, gut. Dann machen wir nochmal eine kleine Pause und kommen gleich zurück mit E-Mails. Machen wir nochmal eine kleine Pause. Pause. Kommst du bald wieder zurück? Jay, du bist richtig armselig. Bis gleich. Hey Leute, ich bin 17 und ich habe mir letztens ein Gamescom-Ticket, Tagesticket für den Freitag geholt. Jedoch ist das ein ermäßigtes Ticket. Jetzt zu meiner Frage. Was bedeutet das, dass das ermäßigt ist? Darf ich nur begrenzte Zeit in den Hallen sein oder wie? Ist der Junge dumm oder so? Alles klar. Haut rein. Bis nächste Woche dann, ja? Wir haben nächste Woche Gamescom, deswegen ganz wichtig für alle Zuhörer. Wir werden nächste Woche Sonntag auch einen Podcast machen. Also zumindest Peter und ich. Ich weiß nicht, wer von den anderen Jungs mit dabei sein wird. Aber wir könnten natürlich sein, dass wir ein bisschen im Arsch sein werden und auch die Länge ist noch nicht ganz genau bekannt. Wenn wir noch reden können. Wann soll die denn Sonntag wir noch reden werden können? Und wo? Sonntag. Ja, Sonntag. Wann? 10 Uhr. Sonntag bis jetzt. Ach, ja. Es gibt doch irgendwie keine genaue Planung, Jay. Also ich bin bei dir, Bram. Ich bin sonntagabends zu Hause, von daher würde ich dann über TS ganz normal mitmachen. Ermäßigt heißt günstiger, sonst nichts. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.